Ja, dann dürfen wir jetzt mit Zwirfins zusammen die Dungeons machen. Wenn wir erst dieses Ödland durchquert haben, sollten wir bereits nah am Zeitturm sein. Nun, lass uns schon aufbrechen. Sei ruhig und entspanne dich. Wir sollten gut vorbereitet weiterziehen. Wenn du dich zu sehr sputest, wirst du mit Sicherheit scheitern. Zügle deine Ungeduld. Ha, du musst mir nichts erklären, Zwirfins. Dann wollen wir doch mal ein bisschen was mitnehmen. Ich habe mehr physische als spezielle Angriffe. Zwölfinst allerdings auch. Zwei Äpfel nehmen auf. Wobei, die Dungeons sind kurz zu kurz, da reicht ein Apfel sowieso aus. Ich habe kaum Erstar-Orbs, aber sehr, sehr viele Stopper-Orbs. Sehe ich das richtig? Gut, ein Believer-Samen können wir mitnehmen. Zwölfens den Defense-Schall. Ist besser als nix erstmal. Kaum Pokémon begegnet. Zwölfens hat aber auch ganz schön rein mit seinem Schattenstoß, muss man mal so sagen. Und einen Step drauf. Erstaunt nett. Können wir uns mal wieder ein paar Monsterräume leisten? Dann sind wir hier schon wieder fertig. Anscheinend ist Reptane noch nicht angekommen. Auf, das muss ich sofort Meister Dialga berichten. Reptane! Ich habe da eine Frage. Entschuldigung, aber du musst jetzt mit mir kommen. Hey, sag mal,
Ihr seid nicht mehr nur hinter mir her. Ihr greift jetzt auch Zwölfens dann, nicht wahr? Wie kommt das? Weil... Du bist ein Zubiris. Folgst du meinen Befehlen etwa nicht mehr? Erinnere dich. Du weißt doch, was passiert, wenn ich nicht zufrieden bin. Ich rede ja schon. Wir wollen das doch gar nicht. Ehrlich, Meister Zwerfenst angreifen. Es ist nur... Ich sage die Wahrheit. Bitte glaubt es mir. Warum der Angriff? Es wurde uns befohlen. Wir hatten keine andere Wahl. Und wer hat es euch befohlen? Die Ablösung für Meister Zwerfenst. Der neue Gehilfe von Meister Dialga. Meine Ablösung? Ein neuer Gehilfe? Ja, es ist jetzt der direkte Untergebene von Meister Dialga anstelle von Meister Zwerfenst. Das ausgewählte Pokémon ist sehr einfallsreich. Dieses Pokémon wird als nächstes auf Zeitreise gehen. Es wird in die Vergangenheit geschickt. Einfallsreich? Ein Zeitreisender, der in die Vergangenheit geschickt wird? Ah! Zwerfenst. Er hat euch also beauftragt, sagst du, dieser neue Gehilfe? Beauftragt, mich anzugreifen? Ja, Meister Zwerfenst hat versagt und wird nicht länger gebraucht. Daher wurde uns aufgetragen, ihn aus dem Weg zu räumen. Wir haben alle abgelehnt und gesagt, das können wir nicht tun, aber der Gehilfe hat es uns befohlen. Er sagte, es sei nicht seine Entscheidung. Es war ein direkter Befehl von Meister Dialga. Ah. Dieser Tölpel. Meister Dialga, mich aus dem Weg räumen. Nicht zu glauben, was für eine haarsträubende Geschichte. Sag mal, Zubiris, dieser Gehilfe... Dieser neue Gehilfe. Wer ist das überhaupt? Das ist etwas, was ich nicht sagen darf. Entschuldige, ich habe viel zu viel verraten. Das hast du dir so gedacht. Jetzt bald. Raus mit der Sprache. Das geht wirklich nicht. Will ich es euch verraten? Ich weiß nicht, was für das passieren würde. Darum bitte, bitte zwingt es mich nicht, euch zu verraten. Sowas aber auch. Wow. Meister Dialga möchte mich aus dem Weg räumen. Meister Dialga. Mich. Zwerfenst. Reptane. Ich weiß, was du gerade denkst. Denkst, ich sei erbärmlich. Ich. Mach schon. Tu dir keinen Zwang und lach mich aus. Betrogen. Aussortiert. Ob du nun lachst oder auch immer... Oder was auch immer du machst. Es ist mir egal, Zwerfenst. Diese neue Gehilfe bereitet mir wirklich Sorgen. Ein einfallsreiches Pokémon als Zeitreisender. Was für ein Pokémon der Gehilfe wohl ist. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Wir sollten uns wirklich beeilen, zum Zeitturm zu kommen. Der einzige Weg, der mir bleibt, ist... Ich habe keine andere Wahl, als mich zum Zeitturm zu begeben. Herauszufinden, ob Meister Dialga wirklich befohlen hat, mich aus dem Weg zu räumen. Ich muss Sicherheit erlangen. Ich muss auch zum Zeitturm. Ich muss wissen. Ich muss mehr über die Pläne von Meister Dialga in Erfahrung bringen. Auf geht's. Fürs Erste ist es eine gute Idee, an seiner Seite zu kämpfen. Aber Zwerfenst nennt Dialga noch immer seinen Meister. Daran hat sich nichts geändert. Wenn wir nun im Zeitturm auf Dialga treffen, Zwerfenst könnte eventuell sich wieder auf die Seite von Dialga stellen. Dann müsste ich es alleine mit Dialga und Zwerfenst aufnehmen. Ach, nicht nur mit ihnen. Da wäre auch noch der neue Gehilfe von Dialga. Dann müsste ich drei Gegner auf einmal bekämpfen. Kann ich das schaffen? All diese Feinde, ganz alleine. Was ist los mit dir? Hast du es dir anders überlegt? Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich vorbereitet sein. Ich habe mich entschieden. Ich muss mich nur noch kurz motivieren. Auf geht's. Ui, wir kriegen wieder schöne Zeitturmmusik. Da sind wir. Dies ist der Eingang zum Zeitturm. Der Zeitturm. Jetzt, wo du es erlernst. In der Vergangenheit sind Kinder und Fliegi auch. Sind auch dabei, den Zeitturm zu erklimmen. Hoffe ich doch. Kilian, Fliegi, strengt euch an. Ich glaube an euch. Den Rest müsst ihr alleine schaffen. In dieser Welt werde ich alles geben, was ich kann. Zusammen für die Zukunft. Ich habe schon wieder zu viel.
wenig Lagerkapazität. Schaden. Na gut, das ist eine Doppelschwäche. Ein Belebersamen. Schon direkt aus. Die Stimme von Sibiris zu sprechen, ist verdammt anstrengend. Das geht voll auf die Stimmbänder. Wieder eine Stau ab. Da alles daneben geht. Blendsam. Das ist ein Ditto. Das ist ebenfalls ein Ditto. Alles, was Verzweifler hier einsetzen, ist immer ein Ditto. Schon bei der Zeitturmspitze. Ja.
Ich lese das Ganze jetzt nicht vor. Ich muss meine Stimmbänder gerade noch mal ein bisschen schonen. Trotzdem nicht ohne. Naja. Vorteil, wenn man Geist-Pokémon im Team hat. Die können auch durch die Wände hindurch die gegnerischen Geister angreifen. Jetzt kriegen hier schon X-Bar drum. Thank you.
merke gerade, wie viel KP 12 ist eigentlich hat. Da noch ein bisschen mehr als ich. Ich habe schon keine Laubklingen-AP mehr. Belebersamen. Na gut, so kann man auch seinen Belebersamen-Vorrat ein bisschen aufstocken. Sehr gut. Den Dungeon hätten wir geschafft. Dort drüben kannst du die Spitze sehen, Reptane. Alles klar. Dann mal los. Hier ist niemand. Das ist sehr merkwürdig. Dort drüben residiert Meister Dialga. Warum ist Dialga jetzt nicht da? Zubiras hat gesagt, dass Dialga einen letzten Zeitreisenden schicken wollte. Aber ein weiteres Pokémon in die Vergangenheit zu schicken, das dürfte eine enorme Menge Kraft kosten. Um eine derartige Kraft zu erzeugen, muss sich Dialga für einige Zeit zurückziehen. Bin davon ausgegangen, ihn am Zeitturm zu begegnen. Diese Ahnung war naheliegend, aber ich habe das erwartet. Das dachte ich. Es ist so naheliegend. Aber wenn es einen Gehilfen in die Vergangenheit schicken will, gibt es auch eine andere Methode. In die Vergangenheit zurück? Eine andere Methode? So ist es. Wenn ein Pokémon von ihm durch die Zeit geschickt werden muss, Reptane, eigentlich solltest du wissen, von welcher Methode ich rede. Ich soll die andere Methode kennen? Nein, das kann nicht sein. Der Zeittunnel? Ja, der Zeittunnel. Anstatt darauf zu warten, dass die Kräfte von Meister Dialga wieder ausreichend hergestellt sind. Sie werden wohl eher Celebi suchen und den Zeittunnel verwenden, um den Zeitreisen in die Vergangenheit zu schicken. Da bin ich mir sicher. Meister Dialga dürfte aufgebrochen sein, um Celebi zu fangen. Dialga auf dem Weg, Celebi zu fangen? Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, Celebi zu fangen. Die Zubire stellen keine nennenswerte Gefahr für es dar. Aber wenn sich Meister Dialga selbst auf den Weg gemacht hat, es zu fangen, sieht die Sache schon wieder anders aus. Und dann dieser neue Gehilfe. Ich mache mir Sorgen, was sie zusammen anstellen könnten. Düsterwald. Ich bin Celebi immer im Düsterwald begegnet.